besteste Konsole, die ich jemals hatte. Ja, warum? Einfach nur so, weil ich wissen soll. Weil die coolen und die coole Gang finde ich eigentlich halt irgendwie relativ gleich. Dreamcast hatte sogar einen Bildschirm im Controller. Ah, das ist ein bisschen gelogen. Die Dreamcast hatte eine Memory Card, die einen Bildschirm hatte. Und die Memory Card steckte man halt in den Controller rein. Und die Memory Card hatte halt nicht nur... Die Memory Card konntest du halt auch mitnehmen. Die hatte halt auch ein kleines Steuerkreuz und zwei Knöpfe. Die war so ein kleiner Gameboy. Und je nach Spiel hattest du, wenn du einen Speicherstand von zum Beispiel Skies of Arcadia hattest, hattest du da so ein kleines Minispiel in deiner Memory Card, das du unterwegs spielen konntest. Oder bei Sonic Adventure 2 konntest du deine Chaos züchten. Subscription! Mit der Memory Card unterwegs. Ah, Rocky Vibe! Fuck! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Guten Abend! Für 12 Monate. High Five, Dankeschön. Konnte man da sich Tetris aufspielen, wenn es ein Tetris-Spiel gab, das das unterstützt hat? Bestimmt, keine Ahnung. Ich kenne nicht alle VMU-Spiele, muss ich jetzt gestehen. Zu meiner Schande. Schlecht, ne? Ich weiß. Wow, und ich dachte, der kennt sich aus mit Videospielen. Der weiß ja gar nichts. Kannst du nicht mal bedenken, jedes Video. Warum? Was? Ich kann euch sogar sagen, wofür VMU steht. Wisst ihr jetzt auch? Ohne zu googeln, Leute. Visual Memory Unit. Geil. Geil, ne? VMU. Ja. Endlich mal die guten Funfacts. Ich kenne ja nicht mal Wally für die PS2. Habe ich ja noch nie gespielt. Ich habe generell, weiß nicht, so Lizenz-Disney-Spiele. Habe ich nicht viel gespielt. Auf dem Super Nintendo habe ich maximal hier Disneys Mickey Mouse, Magical Quest starring Mickey Mouse. Wo der sich in Feuerwehrmann und in Magier und so verwandeln konnte. Das habe ich wohl gespielt. Aber ansonsten nicht so. Anadin hatte ich leider nicht fürs Nest. Nee. Genau wie König der Löwen hatte ich nicht. Ich wollte immer Donald Duck in Maui Malat haben. Das war für mich der ultra heiße Scheiß. Das sah immer so krass aus. Donald Duck in Maui Malat, Alter. Boah! Das muss so gut sein. Hier muss man ein bisschen mit Bedacht spielen. Du musst als großer Louis nach oben kommen. Das ist Pflicht. Für das, was wir vorhaben. DuckTales hatte ich zum Beispiel auch nie. Ja, ich bin noch ein großer Louis. Passt. Ja. DuckTales NES ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. Das stimmt halt. Das Mickey Mouse Spiel war aber auch richtig gut. Auf dem Super Nintendo. Da konnte man nicht meckern. Hey Knucklehead, willkommen. Da gab es noch eins auf dem Sega Mega Drive. Ja, ich glaube, die sind relativ ähnlich, ne? Könnte zumindest sein. Achtung, neue Sequenz, Story. Ich bin ruhig.
Auch ganz lustig, ne? Habe ich letztens. Lustig vor allen Dingen, ja. Letztens ein Crash Bandicoot Let's Play gesehen. So. Und bei Crash Bandicoot ist ja auch so, dass es ab und zu eine Sequenz gibt, ne? Wo dann der Gegner oder Aku kurz was redet. So, und der Let's Player, die haben das zu zweit Let's Played, ne? Und haben sich auch ganz normal unterhalten, aber wenn eine Sequenz kam, mussten beide die Klappe halten. Damit der Aku dann reden kann. Und da wurde dann auch der Ton von dieser Sequenz erstmal lauter gemacht. Da hatte ich mir auch so, Alter. Und das war ungefähr so das 18. Mal, dass der Typ das Let's Play hat, gefühlt. Mal auch so, Leute. Da muss man doch irgendwann müssen wir doch mal drüber hinwegkommen. Dass man in Let's Plays so eine Sequenz, wo zwei Sätze geredet werden oder so. Da irgendwie dafür das Gespräch beendet. Jetzt mal ernsthaft. Den Gesprächsflow beenden, damit Aku sagen kann: Kinder, wenn ihr ein zweites Mal in das Level geht, achtet auf die Uhr. Wenn ihr sie einsammelt, könnt ihr ein Zeitrennen veranstalten. Oder so. Muss dafür wirklich das Gespräch beendet werden? Der Ton vom Spiel hochgedreht werden? Damit wir uns das reinpfeifen? Wirklich? Ja. Und die Facecam ausblenden am besten, ne? Genau. Facecam dabei noch ausblenden, damit das auch wirklich, wirklich genießen kannst, ey. Ja, man muss doch das Spiel in vollen Zügen genießen. Ja. Ach komm, Cry bitte. Ach, ich weiß halt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Bei einem nagelneuen Spiel, dass das halt jetzt storyrelevant ist, würde ich halt sagen, ja. Da darf man auch ruhig mal die Klappe halten während so einer Sequenz. Das stimmt schon. Aber. Oh, nein, das ist schlecht. Ah, das ist richtig schlecht. Das ist schlecht. Ja, nichts sagen, Leute, ne? Aber ich glaube. Schlecht, das wird nichts. Ah, Kacke. Ah, na, das macht nichts. Bye, bye. Bei einem Jump'n'Run, Person, wirklich? Bei einem Jump'n'Run? Willst du da wirklich sagen, ja, Mann, das brauche ich, das ist wichtig? Wird auch bei Crash Team Racing demnächst wieder so sein. Oh. Yoshi-Rohr wäre schön und gut gewesen, aber das hier ist viel wichtiger. Das ist super wichtig. Schon wieder da und höre nur, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Was? Ja, ich gesagt. Bisschen Konzentration. Es tut mir leid. Ah, fuck! Oh, fuck! Ich überlege gerade, aber der letzte ist doch gleich hier oben, oder nicht? Ah, kriege ich aber auch nur, wenn ich den Dings behalte. Wobei, das ist gelogen. Moment. Ah. Oh, okay. Haben die daran überhaupt gedacht? Ich meine, so habe ich das noch nie gemacht. Noch nie. Bin mir nicht sicher, ob das so gedacht war. Egal. Geschafft ist geschafft. Hey Jeff Boy, willkommen. Endlich sagt meiner God Gamer. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt bis jetzt, dass das Gameplay zu wenig gelobt wurde. Weil ich eigentlich schon der Meinung bin, ich rasiere hier ganz gut durch das Spiel.
Ne, aber... Das wird halt so hingenommen, ne? Als wäre das selbstverständlich. Ist es aber nicht. Machst du heute noch ein OT, Rando? Nee. Lustige Geschichte, ich habe sogar heute drüber nachgedacht, ein OT Rando zu machen. Aber dann dachte ich mir, nee, ich brauche noch ein paar Videos von Pokémon TCG. Und ich wollte da mit Louis anfangen. Oh, und Fun Fact. Ich werde Final Fantasy 7 nicht im Stream spielen. Das mache ich schon alleine, weil wir da schon so weit fortgeschritten sind. Mache ich es ohne euch. Also alleine. Ja, ich denke, das ist besser. Am Ende des Tages. Ohne euch, ja. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber jetzt mal ehrlich, die Jugend von heute ist so verwöhnt von guten Gameplay. Die wissen gar nicht, nee, ist echt so. Wolltest du nicht noch was mit Phoenix Wright machen? Schuh, Donut. Hör mir doch einmal im Leben zu. Hör mir doch einmal im Leben zu. Ich hab's doch schon tausendmal gesagt. Und du hast es doch auch scheinbar mitgekriegt. Bei Phoenix Wright kommt im August der Deutsch-Patch. Das Spiel ist ja jetzt raus in HD. Und sobald der Deutsch-Patch da ist, was vermutlich aktueller Stand im August ist, dann kann ich es machen. Vorher ist das ganze Ding auf Englisch. Und da das ein reines, wir lesen das Vorspiel ist. Ich weiß nicht, warum Schokodonut das jetzt überhaupt angesprochen hat. Das ist halt auch so ein Ding, was mich immer ein bisschen aufregt. Leute, die sprechen solche Sachen, die wollen das gar nicht sehen oder so. Das ist denen egal. Die wollen es nur ansprechen, weil nach dem Motto, ey, du hast doch gesagt, du machst das und hast es bis jetzt noch gar nicht gemacht. Also kann ich dich da jetzt kurz erstmal vorführen. So nach dem Motto, du hast irgendwas nicht eingehalten. Das ist halt der einzige Grund, warum das jetzt überhaupt angesprochen wurde. Machen wir uns nichts vor. Und das ist halt immer das, was mich aufregt. Das stört mich halt. Streit das nicht ab. Und nicht meine Edition. Gerade was mit Final Fantasy gesagt, deswegen. Und was hat Final Fantasy mit dem Phoenix Wright Ding zu tun? Nichts. Nichts. Rein gar nichts. Jawohl, ich habe noch einen Schlüppi. Ne, du hast Schlüppi geschaut, aber kein Bild von deinem Zöpfen und der Sprache meiner Ansicht nach deinem Geschmack. Du hast dich nur nicht getraut, es zu kaufen, Andy, sei ehrlich. Lüg mich doch wenigstens nicht an. Lüg mich doch wenigstens nicht an. Sei doch ehrlich, sei doch ein ehrlicher Typ. Und sagen wir, es war dir zu peinlich und du hattest Angst, dass der Zoll dich mit dem Schlüpper erwischt. Ich könnte es doch verstehen. Ist doch nicht so, dass ich es nicht verstehen könnte. Oh, das wird nix. Das ist ja Gott sei Dank keine nervige Aufgabe oder so, ne? Gott sei Dank nicht. Okay. Ja, passt schon. Ich habe letzten Abend nochmal nach Akiba gegangen und habe geschaut. Ja. Ist okay, Annie. Ist okay. Ich lebe damit. Muss ich halt weiter ohne Schlüpper leben, ne? Hat's nicht leicht. Muss ich halt irgendwann mal selber hin. Anders krieg ich wohl keinen. Ganz eindeutig. Ja,
Cry würde sich trauen, den Schlüpper zu kaufen. Ihm wäre es egal. Der wüsste nicht mal. Cry würde nur kurz denken, so. Ich glaube, der passt voll doch gar nicht. Das wäre Crys Gedankengang zu diesem Schlüpper. Und dann würde er das aber so hinnehmen. Ich denke, ja gut, der passt ihm zwar nicht, aber er will ihn halt. Nimm mal halt mit, ne? Oder Cry würde sich denken, hm, der ist aber ganz schön teuer für einen gebrauchten Schlüpper. Das könnte auch Crys Gedankengang sein in dem Moment. Weiß es nicht. Irgendwie so. Aber dafür habe ich das gekauft, was ich letztes Jahr schon mitbringen wollte und vergessen habe. Ich habe schon auf dem Bild gesehen, Eddie, und habe mir gehofft, ist das für mich? Ich hoffe, das ist für mich. Cool. Danke. Schlüpper sind doch Taschen hier. Und sonst alle ihre Nase rein. Ja, was anderes macht keinen Sinn, ne? Leuchtstäbe. Ey, Leuchtstäbe braucht man halt auch mal in Japan, ist, ne? Von irgendwelchen Idol-Konzerten sind Leuchtstäbe eigentlich auch schon ficke die Pflicht. Ja, die Steuerung, wenn man so einen Yoshi hat, ist ja mega krass unter Wasser. Das wusste ich gar nicht. Und nur noch lenken und Gas geben. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, dass ich nicht schießen kann in dem Moment, aber... Ist mit Toadette auch? Ah, das ist ja mega krass. Ich mag, wie er mitsingt. Ich weiß, das macht er sonst auch, aber es ist mir eigentlich nie so richtig aufgefallen. Erst jetzt. Ach, Bruder. Wirklich? Oh, wie krieg ich den denn jetzt dazu? Das ist ja wie bei Wave Race. Die haben die Leuchtstäbe verteilt. Ich war einer der Idioten, die wie bekloppt Teil geschwungen haben. Hast du deinen Leuchtstab denn noch? Weil wenn du auf größeren Konzerte gibst, dann sind die auch richtig... Nein! Oh, lol. Ich glaube, Damage boosten kannst du dich da nicht. Ich glaube, das geht nicht. Fuck. Hätte auch keiner dran gedacht, oder? Also ich nicht. Weißt du, das Zeitlimit ist halt nie ein Problem. Ist mir nicht aufgefallen, überhaupt nicht. Kein Gedanken daran verschwendet. Das hat bei Markus gesehen. Ah! Fuck. Das Fangame Banjo Dreamy. Muss ich mir erstmal angucken. Ja gut, dann Damage boosten wir uns hier mal durch. Oh, das Level jetzt hier Probleme macht. Das glaube ich ja nicht. Also kann ich so jetzt noch nichts zu sagen. Müsste ich vorher mal reingucken. Weil in der Regel... Ah, das muss man nämlich hier einmal zugucken, wie er das kaputt macht. Dann klappt das. Die Zeit ist ja normalerweise auch nie ein Problem. In diesen Leveln. Das sind zwar nur 100 Sekunden, ne? Aber es ist halt. Es geht so schnell.
Ja, gleich schon dritte Welt abgeschlossen, ne? Das geht halt. Zack, zack. Rucki-zucki. Fun Fact, Leute, in YouTube-Parts sind wir gerade in Part 3. Am Ende von Part 3. Jede Welt, jeden Part bisher eine ganze Welt. Und es sind keine super langen Parts. Ne? Und jetzt sagen wir dir, ja gut, wenn du da halt auch 40 Minuten Parts machst, oder? Ist ja kein Wunder. Nee. Ganz normale Länge. Jetzt die Party nach Welten benennen. In 10 Minuten? Nee, aber so 20. Um den Drehen. Bis ein bisschen über 20 Minuten, also wie man es heutzutage halt macht, ne? Wo sind die Begrüßungen und Verabschiedungen? Ja, die gibt's halt nicht, ne? Muss man durch. Also irgendwas mit einer 2 vorne, ja genau. Das würde ich halt auch als normale Länge aktuell ansehen. Was sonst, ne? Sollten wir mal zusehen, dass eine normale Streamlänge auch irgendwas mit einer 2 vorne ist. 2 Stunden, 17 Minuten. Sagt halt jeder so, jo, das war ein guter langer Stream. Richtig gut, Bro. Das hast du gut durchgehalten. Und dann sag ich, oh geil. Länger hätt's auch nicht gedurft, ey. Länger hätt's auch nicht gedurft. Wär zu viel. Oh, das Länge ist immer überdurchschnittlich. Würde ich so nicht sagen. Also, du das kennst, Try. Woher? Aber da die Stream-Zuschauer sich so viele Gedanken darüber machen, dann sage ich mal, bis dann und ciao für diesen YouTube-Part.